Ja, hallo, wir haben hier den Henning bei uns am Stand zu Besuch. Vielen hallo. Dank erstmal, Henning von Spielefable. Genau. Ich hatte dich letztes Jahr erst das erste Mal wahrgenommen. Ich glaube, letztes Jahr hast du auch das erste Spiel rausgebracht. So ist es, genau. Mit Vian, ja? Ja. Das war eine Eigenproduktion, richtig? Genau, Vian war unser erstes Spiel, was wir tatsächlich komplett gemacht haben. Das heißt, mit den Autoren zusammen, die aus Husum sind, Thomas und Kai. Ja. Die habe ich auf dem Bremer Brettspieltag ein Jahr vorher kennengelernt eben. Und dann sind wir halt mit einem Prototyp letztes Jahr, aber schon mit einem Stand das erste Mal auf der Spiel gewesen. So, natürlich bin ich schon länger absoluter Spiele-Fan, sonst wird man das nicht machen. Allerdings hatte ich bis jetzt nie Zeit, auf die Spiel zu kommen, weil eine andere Messe in einem anderen Bereich, in dem ich tätig bin, immer genau in diesem Zeitpunkt war. Also war es eine gute Feuertaufe, so wusste ich schon, was mich jetzt hier ein bisschen erwartet. Okay. Du hast ja das Spiel rausgebracht, dann jetzt, ich glaube, wann ist das erschienen? Also Bayern ist dann im März erschienen. März also ist das richtig genau, ja. Richtig, genau. Mhm. Okay, und bist du damit soweit zufrieden? Hat sich das jetzt schon gut verkaufen können? Also gut, Bayern ist ganz klar ein Erstlingswerk, wo ich mutig mit den Autoren nach vorne gegangen bin. Das habe ich auch nie anders gesehen. Da gab es ja durchaus durchwachsene Meinungen zu diesem Spiel. Das ist auch absolut in Ordnung. Zu Kritik kann man nur sagen, wenn sie konstruktiv ist, das hilft einem weiter. Weiterhin liebe ich das Spiel, die Autoren auch und viele, die spielen auch. Aber es ist, man muss es mögen, so möchte ich es mal sagen. Und dann erkennt man den Reiz des Spiels und darf sich da nicht zu sehr beeinflussen lassen, was jetzt irgendwelche Leute darüber meinen, richtig oder falsch gefunden zu haben. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Spiel so. Letztendlich spiel es lieber selbst, bevor du dir von anderen sagen lässt, wie ein Spiel ist. Ja, das stimmt. Da kann ich dir absolut recht geben. Wie hast du denn den Schritt dann gemacht, dass du auf einmal gesagt hast, okay, jetzt spiele ich nicht nur Spiele, ich mache jetzt einen eigenen Verlag und bringe jetzt eigene Spiele raus? Also grundsätzlich ist es so, dass ich seit 27 Jahren selbstständig bin. Letztendlich im Bereich Vertrieb und Marketing, da sind wir im Fahrradbereich sehr stark unterwegs mit einem Großhandel und auch erfolgreich, möchte ich sagen. So dass also hinter dem Messetresen stehen also als Verkauf etwas in Gang zu bringen, das liegt mir mindestens genauso viel wie ein Spiel zu spielen. Und da ich wenig Zeit habe, Spiele wirklich sehr viel zu spielen, habe ich gedacht, dann mache ich doch das, was ich sozusagen dann arbeitsmäßig gut kombinieren kann. Ich mache einen Verlag, bringe wirklich etwas raus. Als Unternehmer liebt man das tatsächlich, etwas von einem Nullpunkt dann vor sich liegen zu haben. Und das war irgendwie schon ein Traum, sowas mal zu machen. Und das habe ich auch tatsächlich nach einem Jahr, muss ich jetzt ja sagen, nicht bereut. Ich lerne immer noch dazu, bin auch weiter demütig unterwegs, wirklich. Und erhebe mich hier über nichts. Sie machen alle eine fantastische Arbeit, die ganzen Verlage, die schon da sind. Und es ist einfach schön, so mit dabei sein zu können jetzt. Ja, es war eine schöne Motivation dann. Ja, definitiv. Und das ist jetzt das Programm von dieser Spielemesse. Das sind die Neuheiten. Das eben. Sind die Neuheiten. Genau, richtig. Hm. Und das ist aber jetzt, glaube ich, alles im Vertrieb bei dir, richtig? Ja, also hier haben wir jetzt einen Weg, der ja auch von einigen Verlagen gegangen wird, dass man einfach Lizenzierungen macht. Zum Beispiel Ashes City ist ein schönes Beispiel. Das hatte ich letztes Jahr bei Japan Brand eben entdeckt. Da war es dann aber auch schon ausverkauft und dann sucht man eben den Kontakt zu dem Verlag, zu dem Autor und dann haben wir jetzt tatsächlich eine deutsche Version, obwohl es nicht mal eine englische mehr gibt im Moment. Also das ist auch ein Glücksgriff dann natürlich. Es ist ein feines, kleines Spiel, was natürlich eine Nische bedient, weil es eine ungewöhnliche Optik hat, einen schönen Spielmechanismus. Freshwater Fly war ein Kickstarter aus Amerika von Bellwether Games und da bin ich reingekommen, weil ich den Autor mit einem anderen Fischerspiel schon sozusagen wahrgenommen hatte und an sich hätte ich das lokalisiert, aber dann kam das quer rein als Kickstarter mit dem Marketing, was dann passiert und dann habe ich mich dafür entschieden, was auch absolut super Timing war, dass wir also jetzt diese Neuheit hier verkaufen und seit der BerlinCon es sozusagen schon vorstellen konnten, so ein bisschen. Das war einfach ein toller Lauf so. Und Wangdo ist eben auch letztes Jahr entdeckt. Da konnte ich mich ranhängen an eine Produktion anderer, weil die kleinen Figuren, die da dran sind, sehr aufwendig sind und da eher große Auflagen laufen. Aber da habe ich ein sehr hochwertiges Familienspiel in einer sehr interessanten Preislage, einfach für 39 Euro trotzdem nur, obwohl eben richtige Mininaturen da drin sind. Das stimmt, das sind jetzt alles Lokalisierungen
Und das wird es auch weitergeben, aber es wird auch weiter Autorenspiele bei uns geben. Ah, also hast du jetzt schon das nächste Spiel wieder in der Pipeline oder das die nächsten ist so. Spiele? Also als nächstes ist zum Beispiel morgen am Freitag ab 16 Uhr Thomas Spitzer bei uns am Stand. Der Projektname des Spiels heißt Die letzte Zeche, was mit dem Herner Spielewahnsinn zusammen entwickelt wurde, was Thomas mit ihnen zusammen entwickelt hat für einen Stiftungswettbewerb. Thomas Spitzer steht ja für Kohle, Ruhrschifffahrt, also für Kohlespiele. Und tatsächlich ist das ein neues Kohlespiel, wen wundert's. Von Level her mittlerer, unterer Kennerspielbereich. Und hier geht's jetzt darum, wie sich in den 50er Jahren sozusagen eine Zeche angesiedelt hat und die Infrastruktur, die Siedlungen und alles sich darum sozusagen gereiht hat. Das ist also auch wieder historisch. Und da bin ich sehr glücklich drüber, mit ihm das Projekt zu machen. Das ist auch schon offiziell und das wird es im nächsten Jahr dann auch geben. Oh, hört sich sehr, sehr interessant an. Genau. Ja, das Airship City habe ich tatsächlich auch schon mal gespielt beim Spieltreffen. Okay. Es hat mir sehr gut gefallen. Es ist tatsächlich ungewöhnlich. Was mich schon sehr gewundert hat, ist natürlich hier das Cover. Ja. Ist halt eine ganz ungewöhnliche Aufmachung, wenn man das jetzt mal hier sieht. Da steht unten sogar noch Text drauf. Wir haben es belassen, wie es war. Ja, das es ist original. Für die, genau, das ist original so. Und das ist der Charme, glaube ich, kleiner japanischer Verlage. Man erkennt als Spielekenner so sofort, ah, das muss japanisch sein oder koreanisch oder asiatisch auf jeden Fall. So. Und das wollte ich auf keinen Fall natürlich in irgendeiner Weise anders machen, weil gerade als junger, neuer Verlag musst du ja durch irgendwas auffallen. So. Und das ist dann aus meiner Sicht ein bisschen mutig, sowas einfach umzusetzen oder ein Thema, was absolut noch nicht besetzt ist, eben einfach zu besetzen, nämlich ein durchaus sehr interessantes Fliegenfischerspiel zu machen. Ja, ich finde es tatsächlich auch sehr mutig und es, ich finde es ja toll, dass du dann sagst, ich möchte das so lassen, belassen, wie es ist, weil ich glaube, jeder andere Verlag hätte da jetzt ein neues Cover drauf gemacht, weil sie gedacht hätten, das kann man so nicht ins Regal stellen. Das ja. ist jetzt keine Kritik nee, von mir, auch nicht wertend gemeint. Wem soll ich das verübeln, wenn er das meint? Ich meine, ja. Das sind dann Geschmackssachen und daran polarisiert sich etwas und das ist etwas, was ich durchaus als kleiner Verlag auch, glaube ich, in Kauf nehmen muss und auch möchte, weil darüber kann man dann ja auch sprechen. Ja, aber das Spiel macht tatsächlich Spaß. Also ich habe es gespielt, ich finde es super und ich finde die Box auch so in Ordnung. Das ist halt ein Original. Eine so Kante. Ist es. Alles minimalistisch, wie es in Japan nun mal der Fall ist. Ja. Und Fresh Waterfly, ja, das ist jetzt für 1 bis 4 Spieler. Das kann man also auch alleine spielen. Ja. Spielt sich das gut alleine? Ja. Also wir haben bei Freshwaterfly auch wieder eine Ausnahme zu anderen Spielen, die sagen, sie sind ab einem spielbar, tatsächlich eine Kampagne, die wir spielen können. Im Regelheft ist, okay. sind 7 Tage drin, die man dort auch sozusagen ausmalen kann, wo man seine Fähigkeiten tatsächlich steigert von Mal zu Mal und gegen einen stillen Angler antritt. Die Rückseite des Spielplans ist eben auch der Solo-Modus. Also es gibt eine Doppelseite und eine extra Kampagne für Leute, die es alleine spielen wollen. Nicht einfach nur alleine und irgendwas, sondern richtig ein eigener Gedanke zum Solospiel. Und die Rezensenten, die das dann auch schon mal gemacht haben, weil sie auf sowas stehen, das ist, wird ja einfach mehr, sagen einfach auch, ja, es ist also wirklich dann, es steigert sich, es bringt Spaß und man ist ja als Fischer auch wirklich alleine, als Fliegenfischer am Ufer. Und insofern, warum ja, macht es einfach Sinn, ein Fischerspiel dann auch als Solo spielen zu können. Das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, sehr schön. Und hier das Wangdo, genau, okay. Richtig. Das ist also ein Familienspiel, meinst du ein gehobenes Familienspiel? Nein, also da würde ich sagen, ab 8 Jahren ohne Probleme spielbar. Okay. Es ist, ja gut, wenn man jetzt sagt, Familienspiel geht los ab 6 oder so, ja. Dann ist es gehoben. Also man muss schon genau überlegen, was man hier tut. Man hat keine eigene Spielfigur, sondern man symbolisiert einen Prinzen, der König werden will und der muss Wissensplättchen sammeln und wer als erstes sein Tableau voll hat, gewinnt. Mhm. Und dafür gibt es kleine Gummibären, also die sind, muss man aufpassen, dass sie tatsächlich nicht ist. Und die werden eben auf dem Spielplan platziert und angrenzend darf es nicht die gleiche Farbe sein, die man platziert. Man muss die Kosten bezahlen allerdings der angrenzenden Bären. Also wenn man an einen orangenen Bären angrenzt, muss man einen orangenen Bären von seinen eigenen an den Tempel der orangenen Bären abgeben. Ja. So, und insofern füllt sich das Tablett und es sind nicht alle Möglichkeiten
immer gegeben. Und das lässt sich auch für Kinder schon spielen, weil es vier Farben nur gibt. Und regt an. Es regt an, eine Familie und eben Kinder und was man möchte ja auch, dass man tatsächlich ein bisschen ins Grübeln kommt. Also deswegen vielleicht doch gehobenes Familienspiel. Okay. Weil es ist aber eben wunderschön einfach auch und regt Kinder an, unbedingt dieser Prinz zu sein und nicht der. Der bin ich dann meistens, so ein Fuchs, und dann sagen sie immer gleich, ja, Fuchs als Bärenkönig, das geht ja gar nicht so. Und also das wirkt einfach sehr auch über die Grafik des Spiels. Ja, kann ich ja mal mit meinen Jungs dann auch ausprobieren. Auf jeden Fall. Und dann, ja, schön. Das ist es auf jeden Fall wert, ja. Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Spiele kurz vorzustellen und einen Teaser schon zu geben fürs nächste Jahr. Genau, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, und dann viel Erfolg weiterhin. Euch auch, ne? Danke. Danke. Tschüss.